weiter mit dem dritten Teil. Ich wollte jetzt erstmal anfangen mit Booster-Schienen und normalen Schienen erstmal dahin zu kommen. So brauche ich erstmal das letzte und so die Eisenbahn. So, das Eisen habe ich jetzt gar nicht. Oder das Gold hier, das sind jetzt mal 14 Stück. Die craftet man sich mit Eichenholzbrettern. Wie viel kann ich aber durch jetzt mal herstellen? 12 erstmal. Ich sag jetzt mal 6 Redstone Fackeln. Gold ist noch am Braten. Und ich könnte mir schon mal zur Vorsorge erstmal eine Diamantspitzhacke machen. Also 3. Eine Diamantspitzhacke. Damit ich jetzt mal erstmal schnell abbauen kann. Ah, ist noch einer. Passt jetzt hier rein. Ich habe 8 weitere Goldbarren. Dadurch kann ich jetzt erstmal noch eine weitere Sektion Booster-Schienen machen. Hier habe ich jetzt mal 18. Ich brauche auch normale Schienen. Die normalen Schienen, die sind nicht so schwer. 2, 3. Einfach 3. Weil ich meine 48 Stück. So, ich mache mir jetzt Vorbereitungen. Dann muss ich erstmal noch ein bisschen Eisen abbauen. Hier ist Eisen. Ja, Diamantspitzhacke geht jetzt relativ schnell. Jetzt kann ich relativ viel Eisen abbauen. Ich mache das hier noch 2 Minuten lang, die Eisen abbauen. Bis ich bei 5 Minuten Aufnahmezeit bin. Dass wir jetzt mal genug Eisen haben. Weil 48 Rails, die reichen ja nicht aus. Da soll nämlich eine Schiene gelegt werden, die vom Spawnpunkt her bis zu mein Haus führt. Und die soll auch über das Dorf führen, das ich gefunden habe. Kriege ich ja ganz schön viel Eisen raus. Also ich brauche da auch wahrscheinlich mindestens, bin ich da 5-6 Minuten oder so unterwegs. Und mit dem Schienen dann. Das ist ein Steinblock. Ne, ich mache nicht auf dem Boden, weil ich ihn nämlich dann immer endlos expandiert haben möchte. Vielleicht dann sogar Slime-Farm machen. Oder hier eine Getreidefarm rausmachen, muss natürlich das ganze Eisen jetzt am Boden auch noch mit rausreißen. Noch eine Minute werde ich jetzt abbauen. Ich mache es nämlich so, dass ich die Aufnahmezeit sehe, aber hier auf dem YouTube-Video sieht die nicht. Oder sieht diese Aufnahmezeit nicht. Ist ja ganz schön viel Eisen hier, was da ist. Das ist fast eine reine Eisenebene. 99% aller Blöcke hier bestehen aus Eisen. In der Höhe. Und etwa 1% davon aller Blöcke hier besteht aus Stein. Der Rest liegt gar nicht. Da gibt es manche Ebenen, wo... Na, ich mache noch diese Ebene hier. Dann habe ich nämlich die 5 Minuten auch erreicht.
So. Darum ist man so erweitert. Habe ich jetzt mal ein wenig Eisen gesammelt, also eingecollected. 6 Redstone Fackeln habe ich auch, um die zu powern. Ich brauche allerdings auch natürlich Eisen, um Gold ist auch noch hier am Arbeiten. Aber ja, ich habe noch 5 Eisen. Reicht natürlich genau aus. Ein Hebel brauche ich auch noch. So, oder Knopf mache ich das lieber. Ein Knopf geht eigentlich auch ganz einfach. Ich mache jetzt 2, aber den Hebel, den könnte ich vielleicht für spätere Schaltung aufbewahren. Es ist Nacht geworden in meiner Minecraft-Welt, also I went go to sleep. Aufstehen. Kann ich erstmal hier schon mal beginnen, die Schiene zu legen. Und natürlich immer mehr Booster-Schienen hier anbringen. Immer so ein Dreierpack rein. Dann sind wir schon aufgegangen. Da sollte ich mir ein paar mehr Öfen machen, damit ich das ein bisschen schneller bekomme. Das sind Massenproduktion von Eisen und Goldbarren. Damit ich hier eine lange Schienenspiegel bauen kann. Das dauert in Minecraft ein bisschen länger. Die Erde brauche ich nicht, aber na, Karotten auch nicht. Mal wie das denn aussieht. Komm ganz gut voran. Und zurück müsste ich eigentlich auch kommen. Nein, dann immer hier. Bau es mal ab. Mache am besten noch einen weiteren Ofen, damit ich das Eisen auch machen kann. Also mit mehreren Sachen gleichzeitig. 90 Kohle, 64 Eisen. Da habe ich noch mehr 64. Ich muss anscheinend noch mehr Öfen hier hinpacken. Oder noch ein bisschen Kohle, da habe ich noch 64. Da ist erstmal das Eisen, hier ist noch mehr Eisen drin. Hier ist so, zack. Ich muss anscheinend noch ein bisschen Kohle abbauen. Den Kohleraum hier ein bisschen vergrößern. Der macht auch ein bisschen größer. Wenn ich Glückverzauberung machen kann. Ganz viel Kohle abbauen hier. Vielleicht mal, bis ich 10 Minuten Aufnahme habe. Ich nämlich auch jetzt mal ein bisschen mehr Kohle. Weil bei der Massenproduktion brauche ich auch viel Kohle. Das sieht auch aus, wie wenn jeder Block hier aus Kohle, wie man hier sieht, aus Kohle besteht. Weiter unten alles aus Eisen, weiter unten alles aus Gold, weiter unten alles aus Diamant. Oder drüber ist ja noch Redstone. Also irgendwie, also irgendwie manche würden das vielleicht als Cheaten sagen. Ich würde es einfach mal als Abwechslungs-Let's Play machen. Weil sowas Let's Played, also so wird Minecraft ja meistens nicht Let's Played. Dass man überall so viel Kohle hat. Als die nicht unbedingt direkt auf der Oberfläche ist. Diamanten habe ich natürlich weiter unten gepackt. Sind eigentlich da auch sehr viele. Auch ein riesiger Raum hier.
mit dieser Reihe noch zu Ende graben. Hier erstmal sehr viel Kohle. Na, nicht da dran. Daran. Nur noch eine Fackel. Und hier oben hört die Kohle auch auf. Und jetzt auch nur noch Stein. Wenn ich hier rumgraben würde, würde ich nur auf Stein treffen. Du kannst nur nachts schlafen. Zack. Jetzt soll die wieder auf 64 auffüllen. Gold ist auch bald fertig. Eisen. So, dass wir ein paar mehr Schienen herstellen. Noch ein paar mehr Antriebsschienen. Oder eigentlich kann ich erstmal hier los mit dem Fahrrad. So gut bin ich nicht. Deshalb brauche ich gar nicht so oft Powered Whales zu machen, weil ich brauche viel mehr normale Whales. Ich habe auch relativ viel Eisen eben abgebaut. Erstmal zum Village hin. Ah, komm jetzt nicht voran. Okay, so langsam werde ich nicht fahren. Und das schaffe ich damit gar nicht hoch. Ganz gerade eben. Ah, so komme ich nicht zurück. Was soll ich jetzt denn machen? Erstmal weitere Schienen craften. Mehr Sticks hier. Also jetzt Eisen ist hier weiter am Arbeiten hier. Komme ich dann relativ schnell voran. So, das Minecraft habe ich jetzt wieder. Jetzt habe ich erstmal wieder Zeit für Booster Whales. Und jetzt sind die 16 ausgegangen. Zum Glück habe ich ja noch 64er Stack. Da ist schon mal Lava. Ich muss erstmal die aufbrauchen und dann nochmal 3. Dann ist relativ gut hier damit. Hunger geht eigentlich langsam zurück. Wir wieder ein bisschen essen.
gesagt hat. Hier mit dem Eisen rausgekommen. Tag ist aber wieder 64 Stück konnte ich noch machen. Was habe ich noch? Ich glaube, ich mache nochmal hier ein bisschen Eisen ab. Also habe ich einen Eisenentdecker, hier habe ich noch einen. Da habe ich noch ein bisschen mehr Eisen ab hier. Ich habe dann wieder drei Stacks ab. Natürlich nervig, immer so viel Eisen abgraben zu müssen. Aber eine Glücksspitzhacke bringt ja gar nichts. Aber ich will das Feature mal einführen für die gleich 1.8.1. Dass man diese Version macht und dadurch, dass die Glücksspitzhacken auch bei Eisenerz und Golderz, dass die dann droppen. Also dass die vielleicht zwei oder drei Eisenerzblöcke droppen. Bisher ist es ja unmöglich, da aus einem Eisenerzblock 2, 3 oder vielleicht auch 4 Objekte zu erhalten, also Eisenerzblöcke. Ich wollte jetzt mal 3 Stacks wieder haben. Das ist da unten schon der zweite Stack. So habe ich jetzt erstmal 2 Stacks Eisen hier. Eisenerz. Und zwei Stacks, jetzt muss ich noch einen weiteren Stack graben. Mit Diamantspitzhacken geht das natürlich mal am schnellsten. Das ist natürlich Unmengen Eisen, was ich dafür benötige. Für mein Projekt. Gold brauche ich anscheinend nicht so viel dafür. Aber man braucht Unmengen Eisen dafür. Dann muss ich mal überlegen, wie ich vielleicht diese, oder ihr könnt vielleicht sagen, wie ich diese Räume benutzen soll. Also ich hätte jetzt die Idee, vielleicht daraus Slime farmen oder, also bei der ausreichend Tiefe Slime farmen, wenn dann Slime Chunk in der Nähe ist. Und jetzt habe ich schon einen Block zu viel. Macht aber nichts. Ein Block zu viel ist besser als ein Block zu wenig. Hier oben ist Kohle. Aber mit Glücksspitzhacken kriegt man auch 2, 3 oder 4 Kohlestücke auf einen Block heraus. Natürlich ist es leichter, einen Stack zu sammeln. Na, ist gleich fertig. Guck mal, das ist jetzt die Eisenbahn. Ich packe jetzt mal den einen Eisenerz weg. Der ist gleich fertig. Ich warte eben mal. So. Der obere Ofen ist noch am Arbeiten. Der dann 64, da kann ich jetzt auf 64 aufstocken. Das ist der letzte Eisenerz noch. Da kann ich nämlich erneut 3 Stacks brennen. Die auch auf 64 aufstocken. Zack. Zack. Und zack. Nochmal 3 Stacks an Eisen rein. Hm. 50 durch 6 ist 6. Oder durch, nein, 8 ist das. Nein, ich habe nicht so viele Sticks hier. Ich muss halt Sticks machen. 7 habe ich so. 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Mehr kann ich immer mit den Sticks anmachen. Das habe ich aber schon ordentlich stehen. Es ist wieder Nacht geworden, also erstmal schlafen. Hm.
Was soll ich jetzt denn noch machen? Noch packe ich auch erstmal weg. Weizenkörner brauche ich auch nicht. Uhr brauche ich nicht. Kompass, Bananen nehme ich mit, weil ich ja mit ins Bauernhof führt. Karotte muss ich mitnehmen, das muss ich auch mitnehmen. 64, hier sind 48 Stück. So. 3, 2 Redstone-Fackel, die sollte noch ein paar mehr craften. Ein paar mehr Redstone-Fackel sind nicht schlecht. So, jetzt sind 6 Stück. Ein paar mehr Powered Whales sind auch nicht schlecht. Nein, ich habe keine Sticks. Ich muss irgendwie die Sticks immer. Wir ständig Sticks craften hier. So, mach ich erstmal 3. Zack. Dann bin ich auf einmal da aufgerutscht. Und noch hier 3 Redstone hier. Da habe ich 27 Booster Whales. Was mache ich denn jetzt? Fackeln habe ich auch nur noch eine, mache ich aber jetzt noch mal ein paar mehr. So, die Lore. Fahr mal los. Wir müssen gucken, wo ich zum Village auf Part 1 zurück. Ja, also den Weg, den ich gelaufen bin, das ist D. Und sagen, dass man mit der Schiene nachdeutet. Und ich den und dann vielleicht als Kreis einen Lauf zurück machen kann. Wir sind wieder zurück. Da. Brauchen wir jetzt weiter. Den Erdblock kann ich nicht verwenden. Ich bin schon über 20 Minuten, also werde ich jetzt beenden. Bis dann und ciao.